Und damit herzlich willkommen zu Final Fantasy 14. Und bevor wir anfangen mit der Quest Die Würze Razzatans, geht erstmal vielen Dank an meine treuen Seelen raus. Erstmal fangen wir mit den Silberseelen an. Vielen Dank an Ichimi07, Kati Krempel, Namitsu, Nigoya und Puginator88. Und dann geht's weiter mit meinen Gold- und Platinseelen, also diejenigen, die eine Stufe 2 Abo oder Kanalmitgliedschaft auf YouTube haben, beziehungsweise auf beiden Plattformen ein Abo. Vielen Dank an Chaosos Tele, Klickgold23, Negi Magister und Yuria Murumoto Ino. Vielen Dank euch. Und jetzt, wir fangen genau mit der ersten Quest von Patch 6.4 an. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz hundertprozentig sicher, wie der heißt. Ich glaube, The Dark Throne. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das kriegen wir blöderweise auch erst raus, wenn wir die finale Quest davon haben. Aber egal. Vachshan. Die Würze Razzatans. Vachshan brennt darauf, dich auf den neuesten Stand zu bringen. Also, wir haben zwar am Dienstag 6.3 abgeschlossen, aber es ist ja als eigentlich so, also gefühlt, sind jetzt da Monate vergangen. Tara, wie schön, dich zu sehen. Ich dachte mir schon, dass du dich langsam danach erkundigen möchtest, wie es um unsere Gefährten steht. Von Ystola habe ich bislang keine Nachricht erhalten, also nehme ich an, dass sie nach wie vor in Al-Shalan-Wald einen Weg ins Nichts sucht. Da dies reichlich Zeit in Anspruch zu nehmen scheint, hat Estinien mehr Freizeit, als sie ihm lieb ist. Also habe ich ihn gebeten, sich beim Himmelsherr zu melden und für jegliche Einsätze bereit zu sein. Und dann ist da noch Zero. Wenn man vom Eufel redet, spricht. Was ist mit mir? Ah, wenn man vom Nichtswesen spricht. Oder vom Nichtswesen in dem Fall. Tara hat mich aufgesucht, also habe ich einen knappen Überblick darüber gegeben, wie wir uns alle die Zeit vertreiben. Und wohin suchen, führen dich deine Schritte, Zero? Ich war gerade auf dem Weg, mein Äther aufzufrischen. Also Äpfel zu essen. Wollt ihr vielleicht mitkommen? Also doch, Dark Throne heißt er, genau. Mit Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung. Zumal ich ohnehin einen Rundgang durch die Stadt mache und nach dem Rechten sehen wollte. Schließt du dich uns an, Tara? Na dann, auf geht's zu Mary's Mehane. Ich muss aber vorher noch beim Bazar vorbei. Was brauchst du denn beim Bazar? So. Ja, ich vergesse gerade, dass ich immer noch keine Maus habe. Maus habe ich, aber keine Tastatur momentan. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, ich bin nicht. Die Tastatur hat immer noch keine Batterie. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Also die brauchen halt auch so kleine Batterien, die kriege ich dann nicht unbedingt. Aber schon, wenn man die Minimap oder die Karte aufrufen will, ist das schon ein bisschen blöd. So, Zero. Wir sind hier, um eine Gewürzmischung zu besorgen. Darum hat mich Meridian neulich gebeten, dass ich vor der Ätherzufuhr doch bitte hier vorbeischauen soll. Weil unser ehrenwerter Gast hier einen ganz erlesenen Gaumen hat. Die Gute mag es derart feurig, dass selbst der Gewürzvorrat von Mehane ihr nicht gerecht werden kann. Nein, mit den gängigen Zutaten kommt man beim Zero nicht weiter. Da braucht er schon etwas Besonderes. Aber trotzdem haben wir in der letzten Zeit doch immer wieder auf diese Mischung zurückgegriffen. Warum sucht heute also nicht die Begleitung aus, mit welchen exquisiten Prise das Essen verfeinert werden soll? So bringen wir garantiert etwas kulinarische Abwechslung ins Spiel und stoßen gar auf eine neue Mixtur. Warum nicht? Tara kennt sich mit den Geschmäckern dieser Welt ohnehin besser aus als ich. Okay, was nehmen wir denn da? Was haben wir hier? In den Säcken finden sich unterschiedliche Gewürze. Das mit knallroter Farbe, das schwarze mit dem würzigen Aroma, das mit den kleinen roten Körnern, das goldgelbe Wurzeln
Also nehmen wir erstmal das mit den schwarzen, das Schwarze mit dem würzigen Aroma. Die würzigen Düfte dieses Gewürzes lässt dir bereits jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen, sofern du dich von den sanften Stechen in deiner Nase nicht abhalten lässt. War wahrscheinlich Pfeffer. Nein. Gucken wir mal das Knallrote. Allein die Farbe verrät, wie brennscharf dieses Gewürz wohl sein mag. Zweifelsohne würde es dir den Schweiß aus den Poren treiben. Nein, wir gucken mal weiter. Das mit den kleinen roten Körnern. Die kleinen Gewürzkaspeln verströmen einen leichten Zitrusduft. Es scheint genau das Richtige für heiße Tage. Nein, die goldgelbe Wurzel. Getrocknete Wurzeln, deren goldgelbe Farbe ein intensives Aroma verspricht. Mit dieser Köstlichkeit belebst du deinen Körper von Kopf bis Fuß. Das wird wahrscheinlich Kurkuma sein. Das geben wir auch nicht. Nein, wir geben ihr das Knall mit der knallroten Farbe. Allein die, genau, ja. Ah, eine ausgezeichnete Wahl. Nur einen Moment. Ich werde es der gewohnten Mischung hinzufügen. Dann dürft ihr kosten. Öffne den Gewürzsack in Zeros Nähe, um der Mischung zu kosten. Also, Gewürzsack. Achso, den Gewürzsack habe ich, okay. Hm. Man ist so gewohnt, ist einmal einfach I zu drücken. Du nimmst all deinen Mut zusammen und probierst eine Prise der Gewürzmischung. Eine intensive Schärfe breitet sich auf deiner Zunge aus und droht, deinen ganzen Rachen in Brand zu setzen. Dein Gesicht nach zu urteilen, ist die Mischung wohl speziell genug. Wir nehmen einen ganzen Sack, bitte. Nichts lieber als das. Und bitte grüß die gute Merlide recht herzlich von mir. Okay. Dann wird hoffentlich was Leckeres damit zubereitet. Zu weit gelaufen. Und was hat sie bei dir gemacht, Moonspell? Du hast ja das schwarze Gewürz genommen. Also den Pfeffer. Wie hat die darauf reagiert? War das auch so scharf, dass man sich fast verbrennt? Einmal das gleiche wie immer, bitte. Mit diesem Gewürz. Aber natürlich, für euch immer gerne. Damit lässt sich eine extra große Portion eures speziellen Feuerzungeneintopfs kochen. Ja, es ist vielleicht etwas zu viel. Oh, hat sie jetzt Angst. Wir könnten euren Spezialeintopf doch heute auch unseren anderen Gästen servieren. Was haltet ihr davon? Der Magistrat und die Heldin Eoseas wären sicher auch begeistert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich davon begeistert wäre. Weil ich schon scharf essen kann. Keine schlechte Idee. Machen wir das. Fabelhaft. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Gut, dass der Magistrat eigentlich nur eine Marionette ist. Zeros Feuerzungeneintopf ist wirklich zu empfehlen. Die Schärfe kann ich ganz nach Wunsch anpassen. Ah ja, okay. Vielleicht ein andermal. Dieser Körper könnte ihn wohl ohnehin nicht angemessen genießen. Lass dich aber nicht von mir abhalten. Bestelle bitte, was du möchtest. Dann her mit dem Eintopf. Mag es feurig. Gut, kommt sofort. Ich freue mich, dass du dich so gut eingelebt hast, Zero. Sogar unsere Gewürze scheinen dir zu schmecken. Das feuchtheiße Klima regt den Appetit an. Und die Schärfe des Essens bringt uns zum Schwitzen. Das wiederum senkt die Körpertemperatur. Daher sind die verschiedensten Gewürze seit jeher fester Bestandteil unserer Küche. Außerdem halten sie Lebensmittel länger frisch, was sie auch in anderen Ländern sehr gefragt macht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum sich Razzatan in Handelsbeziehungen mit anderen Nationen stets behaupten konnte. Dies wiederum brachte einen gewissen Reichtum mit sich, der seither unsere Existenz als neutrale Nation gesichert hat.
Das klingt sehr kompliziert. Da ist es doch viel leichter, sich nur für Äther zu interessieren. Einst war diese Insel nur ein Ruheort für mich, um die Risse zwischen den Dimensionen im Auge zu behalten, die ich auf dem Meeresboden fand. Doch ich kann nicht leugnen, dass mir die Bewohner von Razzatan sehr ans Herz gewachsen sind. Sie sind lebhaft, fleißig und streben danach, die Schatten der letzten Tage zu überwinden. Wie gerne würde ich meiner Schwester diese schöne Stadt und das Leben ihrer Bewohner zeigen. Ein wunderschöner Anblick, ja. Das hat Rubikante auch gesagt. Diese Welt hat ein Leuchten, das wir längst verloren haben. Wie schön es wäre, wenn man es noch einmal sehen könnte. In eine tote Welt lässt sich kein Leben mehr hauchen. Wer würde nicht nach einer neuen greifen? Wir wollten unsere Würde zurück. Ja, aber könnt ihr eure Würde vielleicht oder eure Welten vielleicht in einer anderen Welt suchen? Und ohne groß darüber nachzudenken, habe ich ihm geantwortet, dass es keinen Sinn ergebe, jemand anderem etwas wegzunehmen. Dass ich eine Verbindung suche, die weder bloße Macht noch Pakt ist. Ich verstehe immer noch nicht, was das bedeutet. Ich will endlich wissen, was ich eigentlich suche. Ich wünsche mir, dass du deine Antwort findest. Oh, was? Was ist da los? Chili. Auf Wunsch der ehrenwerten Zero, dem geschätzten Gast unseres Magistrats, servieren wir heute ihren speziellen Feuerzungeneintopf. Und ich möchte nicht verschweigen, dass diese Köstlichkeit eine gewisse pikante Note besitzt. Ha! Da lasse ich mich nicht zweimal bitten. Oh, köstlich, aber wirklich sehr scharf. Das war zu heftig für ihn. Und für ihn anscheinend auch. Ah, wie das brennt. Solche Reaktionen sieht man sonst eigentlich nur bei Hildebrand. Dieser Körper lässt mich zwar die meisten Speisen der Sterblichen verarbeiten. Aber ob er hiermit auch fertig werden würde? Tja, also ob wir das wirklich essen sollen? Bitte sehr. Genießt es. Genießen. Ich habe mich danach verzehrt. Also, schlagen wir zu. Ich nehme das wie eine Rotwadron. Wobei, das ist das falsche Volk. Egal, falsches MMO. Bei den Göttern, das war ausgezeichnet geschmeckt. Und es gibt ja einen Joghurttrink dazu anscheinend. Solange es allen schmeckt, bin ich glücklich. Estinien würde sich bestimmt auch über eine warme Mahlzeit freuen. Er sollte inzwischen zurückgekommen sein. Wollt ihr mich nicht zu seinem Zimmer begleiten? Also ich weiß nicht, ob dieser Feuertopf gut fürs Geschäft ist. Ein gutes Mahl bringt das Blut in Wallung. Ah ja, aber die haben sich ja schnell erholt wieder. So, wo wir hin müssen?
Dann lassen Sie uns mal durch. Wir wollen da mit unserem Dragooner sprechen. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Ausflug. Eine Aufmerksamkeit für den ehrenwerten Herrn Estinien? Sicher. Er weilt auf sein Zimmer, wenn ihr mir bitte folgen würdet. Estinien, bist du da? Wir haben dir... Ja? Kommt herein. Also irgendwas ist mit der Stimme. Ah. Rosa. Ein Tintenfisch-Masala. Merides Spezialität. Ich hab gedacht, vielleicht hat er eine Angina im Bett? Liegt er mit Angina im Bett? Entschuldigung. Ich hab zu viel Final Fantasy 16 gespielt. Nee, also vielleicht ist er erkältet oder so. Hab ich gedacht. Moonspell. Danke. Tintenfisch esse ich zwar lieber getrocknet, aber das sieht in der Tat schmackhaft aus. Nur Japaner essen Tintenfisch getrocknet. Ihr habt wohl auch nichts zu tun, bis unsere Hexe zurückkehrt. Bitte, macht es euch gemütlich. Und schaut ihn nicht alle so unverschämt auf den Brustkorb, Mann. Nur weil er da ein Ninepack hat? Ja, aber ich meine vor allem dich, Zero. Sollten wir uns auch ausziehen? Ja, warum nicht? Nein, nein. Er zieht sich bestimmt auch sofort etwas über. Bestimmt. Ja, bitte, Estinien. Und zwar die volle Rüstung. Na, okay. Hier seid ihr also. Wir haben euch schon überall gesucht. Estola, du bist wieder zurück? Hast du einen Weg in die 13. Splitterwelt gefunden? Und die Estola, wenn wir gerade da sind, wir machen gleich Fitnessübungen. Das heißt, alle ziehen sich aus. Zwinker, zwinker. In der Tat. Meine Nachforschungen haben mich dabei bis auf den Mond geführt, um Oranger um Hilfe zu bitten. Und wie hätte ich dieses Gesuch auch abweisen sollen? Schließlich geht es um die Befreiung eines hohen Drachen und, wieder einmal, die Rettung der Welt vor den Machenschaften eines üblen Dämons. Wir nennen das auch Dienstag. Rubicante zufolge befinden sich sowohl Astaja als auch Golbes auf dem Mond der Nichtswelt. Eine Reise zum Mond der Splitterwelt ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Selbst um den unseren zu erreichen, mussten die Gelehrten Schalajans lange Jahre forschen und experimentieren. Yuria, du hast recht, das war Fanservice für weibliche Spieler, aber ich will doch auch einmal Fanservice für männliche Spieler haben. Außer halt natürlich die ganzen weiblichen Charakter, die durch die Spielwelt hüpfen. Es genügt daher nicht, einfach nur in den 13. Splitter zu reisen. Wir brauchen ein Portal, das uns direkt zum Nichtsmond führt. Ist so etwas überhaupt möglich? Ja, die Splitterwelten und der Ursprung waren früher eins. Auch wenn sich ihre Schicksale vollkommen anders entwickelt haben, lassen sich in der Geografie viele Gemeinsamkeiten finden. Wie man uns bei unserem unfreiwilligen Besuch in der ersten Splitterwelt gesagt hat, sind die Koordinatensysteme zwischen den Welten miteinander verbunden. Und das bedeutet, dass ein Portal auf unserem Mond zum Mond der Nichtswelt führen müsste. Oder halt ein paar hundert Kilometer daneben und dann ist man in Schwerelosigkeit im Wald. Natürlich würden wir damit auch den Nichtsgesandten Tür und Tor öffnen,
Aber hier kommt Uriange ins Spiel. Ja, Uriange stellt sich dann dazu hin und sagt, du kommst hier nicht vorbei. Ich habe mit dem Mondwächter und den Loporit gesprochen. Die genauen Einzelheiten gilt es noch zu klären. Aber sie haben mir ihre Unterstützung bei der Abwehr der Nichtswesen zugesagt. Das ist doch ein Anfang. Wisst ihr auch schon, wie das Portal geöffnet werden kann? Die klügsten Köpfe von Razatan und Shalayan haben jahrelang das Nichts erforscht. Ihre Erkenntnisse, gepaart mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen, dazu die Erschaffung des künstlichen Atomos, haben mich zu einem Schluss geführt. Es ist tatsächlich möglich, vom Mond aus ein Tor in die Nichtswelt aufzustoßen. Das wäre jetzt auch echt blöd gewesen, wenn sie da drauf gekommen wäre. Es ist nicht möglich, vom Mond aus ein Tor in die Nichtswelt aufzustoßen. Wobei, das wäre überraschender gewesen. Aber nur unter erheblichem Aufwand. Es sind gewaltige Mengen Äther erforderlich. Nicht weniger, als für die Beschwörung der mächtigsten Nichtsgesandten nötig wäre. Kein Problem, wir opfern Zero. Schließlich brauchen wir ein Portal, das groß genug ist, um Ashtaya nach Hause zu bringen. Oder wir opfern einen Drachen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir schaffen den gesammelten Äther irgendwie nach Garlemald, zum Turm von Babel. Ihr erinnert euch doch, wie Fandaniel von dort aus mit einem einzigen mächtigen Schlag Zodiac aus seinem Gefängnis befreit hat? Auf die gleiche Weise werden wir den gesammelten Äther in einem Schwung zum Mond schicken und mit dem richtigen Ritual ein Portal öffnen. Dafür werden wir viel Unterstützung brauchen. Sowohl hier als auch auf dem Mond. Richtig. Ich werde zum Mond reisen und das Ritual vorbereiten. Außerdem werde ich geeignete Maßnahmen gegen etwaige Nichtsgesandte vornehmen, die durch das Portal kommen könnten. Ich lasse mir dabei natürlich von dem Mondwächter und den Loporit helfen. Zudem werde ich die Alchemisten um Unterstützung bitten, allen voran Nidana. Estinien, wärst du so nett, den Alchemisten als Eskorte zu dienen? Selbstverständlich. Ich bin es ohnehin satt, nur auf meinem Zimmer herumzusitzen. Und wir könnten noch mal eine Feuerzangenbowle da trinken. Ich gestatte mir, die Vorbereitungen hier auf dem Gestirn zu übernehmen. Auf mich allein gestellt würde dies meine Fähigkeiten übersteigen. Aber ich weiß, dass ich auf eure Hilfe zählen kann. Wie man das auch... Also mittlerweile mit den ganzen Paralleluniversen und so weiter ist es nur noch hier auf diesem Gestirn. Früher war das mal unsere Heimatwelt, also bitte. Dann steht der Plan also. Sieh dich vor, Golbez. Wir kommen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat jeder jetzt was zu tun, außer mir. Okay. Kann ich mitleben. Bestell mir dann einfach nochmal so ein Curry. Und damit sind wir bei The Dark Throne. Achso, was kriegen wir denn davon? Ein Königsigelpasta, eine Melonenpasta, ein Gyros oder... Ach komm, wir nehmen die. Die stacken wenigstens. So. Zero, weißt du, was wir jetzt machen sollen? Sag, wie viele Freunde hast du eigentlich? Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich habe auch irgendwo mal aufgehört zu zählen.
Die grenzenlose Hilfsbereitschaft deiner Kameraden rührt mich wahrlich jedes Mal aufs Neue. Oh, Yang-Jie?